vor allem wenn man in der Stadt wohnt, wissen wir leider, dass die Luftqualität zunehmend sogar als gesundheitsgefährdend beschrieben wird. Damit man trotzdem eine gute Laufroute finden kann, hat sich unsere größte Gruppe mit dem Projekt Luftbedrohung beschäftigt. Elisabeth, Max, Pablo, Jonathan, Leon, Gabriel, Simon, Moritz und Peter. Ja, was ist Luftbedrohung? Was ist das? Was habt ihr gemacht? Also wir sind die Gruppe Luftbedrohung und genau, es wird schon ein bisschen angedeutet. Also auf jeden Fall, wir haben gesehen, dass eben sehr viele verschiedene Daten über Luftqualität oder einfach über alles, was in der Luft ist und alles, was hier rumfliegt. Also diese Daten gibt es zwar, aber die sind eins, nicht so übersichtlich und zwei, die sind auch nicht so öffentlich verfügbar für alle. Und auch wenn sie das sind, dann sind sie kompliziert und man versteht sie halt manchmal nicht so gut. Und deswegen wollten wir eben dieses Problem beheben. Und genau, das war unser Objective. Ja, dann geht es natürlich direkt an die Lösung. Und wir haben uns gefragt, was ist hip, was ist cool, was setzen wir ein? Dann fiel natürlich die erste Antwort, wir bauen eine Drohne. Das haben wir dann halt gemacht und an die Drohne haben wir dann Sensoren dran geklebt, aber davon werden Sie später auch noch hören. Also jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Samstagmorgens, wo bekommt man jetzt so eine Drohne her? Und das ist uns relativ schnell aufgefallen, ja, es gibt so kleine Drohnen, die sind noch relativ günstig, die kriegt man auch, aber die haben das Problem, die sind GPS-abhängig. Das heißt, in Räumen zu fliegen geht schlecht und wir wollten halt irgendwie, dass das Ding auch im Raum oder in Hallen fliegen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, basteln wir einfach was Eigenes. Das heißt, wir nehmen so eine Drohne, bauen die Motoren und die Rotoren ab und setzen die quasi mit dem eigenen Rahmen, den wir 3D gedruckt haben, oben sieht man das Modell, wieder zusammen und basteln eine eigene Steuerung dazu. Ja, wir haben wie gesagt Sensoren darunter geklebt. Wir hatten unsere Gruppe temporär aufgeteilt in drei Teilgruppen, aber es ging vorerst darum, eine Drohne zu bauen, die halt fliegen kann und einen Sensorteil. Dann waren wir ungefähr heute Morgen fertig mit beiden Teilen. Dann kam Moritz händeschüttelnd auf mich zu und meinte, wir fangen an zu pushen. Dann haben wir das zusammengebracht und jetzt könnte es theoretisch sogar fliegen. Wir haben unter anderem Steuerungen versucht, entwickelt. Wir haben auch Gyroskope und Bluetooth und alles super Tolles hier dran. Funktionalität auf jeden Fall gegeben, aber können wir Ihnen leider nicht demonstrieren. Wir können die Drohne aber halten und den Akku dran klemmen und hoffen, dass nichts explodiert. Also. Wir haben unter der Drohne einen Sensor befestigt und die Daten dieses Sensors werden über einen Mikrocontroller, über Wi-Fi an einen Rechner weitergegeben, der diese dann auswertet und in einer Grafik darstellt. Genau, bis jetzt haben wir nur einen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor. Aber geplant waren auf jeden Fall auch Pollen und vor allem Luftverschmutzung bzw. Feinstaubsensoren. Per NodeMCU wird es dann versendet an unseren Server. Genau, das wird dann über Node.js, benutzen wir als Server, und speichern quasi die Daten, die wir von den Sensoren kriegen, in einer Datenbank, hier in dem Fall MongoDB. Genau, und dann per API kann man dann auf diese Daten zurückgreifen und das wird dann auf der Webseite visualisiert. Und auf die Daten kann man auch so zugreifen, das würde dann in GitHub noch stehen. Ja, also falls es Sie jetzt interessiert, können wir halt wirklich mal den Akku dran klemmen. Aber ich, nur als Sicherheit, kann sich Elisabeth auch schon mal verabschieden. Unser Frontend haben wir ganz typisch mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Hier sieht man ein paar Diagramme. Die Luftverschmutzung haben wir jetzt, wie gesagt, noch nicht eigentlich implementiert. Deswegen ist es jetzt ein Beispielgraph mit Daten aus dem Internet, die jetzt tatsächlich auch über Heidelberg sind. Aber so soll das Ganze am Ende aussehen.
Wollen wir probieren, das Ganze zu starten? Einfach nur so leise, sie funktioniert eigentlich.